Nach einer grandiosen Eröffnungsfeier startet der Cordial Cup 2013 ebenso explosiv in die Vorrundenspiele. Gespielt wurde auf 11 Fußballplätzen der Kitzbüheler Alpen. Unter 62 Mannschaften der drei Altersklassen U11, U13, U15 und den Girls absolvierten 384 Vorrundenspiele. Das ist ein absoluter Rekord. Unglaubliche 817 Mal landete der Ball allein in den Vorrundenspielen im Netz. Der Abend stand im Zeichen der Fußballlegenden. Roy Mackay, ehemaliger Bayern-Spieler und heute Trainer bei Feyenoord Rotterdam, Giuseppe Reiner 2002 mit dem BVB-Meister und der ungarische Nationalspieler und ehemalige Rekordspieler bei Hertha BSC, Bal Dardai, standen Rede und Antwort. Kitzbüheler Alpen waren dann auch beeindruckender Rahmen für das große Finale am Sonntag in St. Johann. Der Fußballclub St. Johann hatte sich als veranstaltender Fußballverein jede Menge einfallen lassen, um die 5000 Zuschauer zu begeistern. Im Finale der U11 treffen der SSV Ulm und die Grasshoppers Zürich aufeinander. Die Schweizer beginnen mit einem Paukenschlag. Schon in der zweiten Minute trifft die Nummer 2 Nikita Mandl zum 1:0 für die Grasshoppers. Zu Beginn der zweiten Halbzeit gelingt Ulm dann der Anschlusstreffer durch die Nummer 8 Giuliani Santero. Obwohl sich Ulm mit einem Freistoß zum Ende der Partie noch eine gute Chance herausspielt, entscheiden die Deutschen das Finale der U11 erst im packenden Elfmeterschießen. Es war halt gut. Ich weiß nicht, wie ich es jetzt so sagen soll. Ich bin richtig gut drauf und glücklich. Heute werden wir noch ein bisschen feiern mit dem Teil. Ja. Das Finalspiel bei den U13 lautet FC Phoenix Gold gegen die Spielgemeinschaft Unterhaching. Beide Mannschaften sind Cordial Cup Insidern gut bekannt. Die Spielgemeinschaft gilt als Rekordteilnehmer beim Cordial Cup. Die Mannen von Ex-Nationalteamspieler und Unterhaching-Präsident Manni Schwabel sind bereits seit 16 Jahren gern gesehene Gäste beim Cordial Cup. Aber auch der FC Phoenix Gold konnte beim Cordial Cup schon groß aufzeigen. Vor 2 Jahren entschieden die Ungarn den Cordial Cup in der Klasse U11 für sich. 2 Jahre später drückt dieselbe Mannschaft wieder aufs Gas und setzt die Deutschen ordentlich unter Druck. In der 8. Minute trifft der Mann mit der Nummer 13. Unterhaching gelingt die Minute 13 zwar der Anschlusstreffer, Phoenix Golds Nummer 11, Kevin Chobot, gelingt aber der Konter zum 2:1. Dann geht es Schlag auf Schlag. Phoenix trifft zum Ende der Partie noch 3 weitere Male. Zweimal mehr ist es die Nummer 11, der sich mit 3 von 5 Treffern zum Spieler der Partie macht. We are so happy because we won this Cordial Cup. It's my dream, our dream. We won this Cordial Cup at 2011 and we are so happy. And it's party time at night.
Die Finalbegegnung bei den U15 lautet Bayern München gegen FC Nürnberg. Mittendrin im süddeutschen Derby ist mit Marco Friedl auch ein Tiroler. Als Gruppensieger der Gruppe F in Kitzbühel gelingt den Bayern der glatte Durchmarsch ins Finale. Im Achtelfinale wird der Karlsruher FC ausgeschalten, im Viertelfinale der FSV Mainz. Und schließlich verabschieden die Bayern auch den ersten FC Basel aus dem Turnier. Die Nürnberger kicken im Achtelfinale Austria Wien aus dem Turnier, setzen sich im Viertelfinale gegen Hoffenheim durch und schlagen im Halbfinale Bayerns Fußballauswahl. Das Finalspiel beginnen beide Mannschaften aber verhalten, sie lassen sich wenig Platz. Zu Beginn der zweiten Halbzeit nimmt die Partie aber an Fahrt auf. Auf beiden Seiten folgen Chancen im sprichwörtlichen Minutentakt. Deren Verwertung lässt aber sowohl bei den Bayern als auch bei den Nürnbergern zu wünschen übrig. Es kommt, wie es kommen muss. Die letzte Entscheidung beim Cordial Cup 2013 endet mit einem dramatischen finalen Schlussakt, dem Elfmeterschießen. Sprachlos. Bayerns Goalie hält gleich zweimal und wird zum Mann des Matches. Ja, einfach nur geil, sprachlos. Ja, toller Tag. Ja, geiles Turnier. Bayern sichert sich die begehrte Cordial Cup Trophäe zum ersten Mal seit 2005 mit der U15-Mannschaft. Na, totaler Wahnsinn, wir überglücklich im Halle und ist einfach ein Traum. Einfach ein super Junge, Leo. Kirchbichlabur. Er ist Österreicher. Ja, das 16. Mal zeigt ja schon, dass wirklich Qualität dahinter steht und auch die Qualität der Mannschaften spricht für sich. Also dem Organisationsteam rund um Hans Grübler ist wieder eine tolle Sache gelungen und wir sind stolz darauf, dass dieses Turnier hier bei uns in den Kitzbüheler Alpen stattfindet und freuen uns auf die nächsten 16 oder noch viel mehr Jahre mit dem Cordial Cup hier in St. Johann.